Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen bei Limitless. Und zwar sind wir hier im Camellia Collection Hotel in Siede im Asian K Club. Und meine Frau und ich, Diana, wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen, also ins Hotelzimmer gekommen von einer, wir waren jetzt unterwegs, hatten eine Bootstour und so. Und ich bin jetzt gerade richtig sauer, weil wir gerade in das Zimmer gekommen sind, welches absolut nicht sauber ist, sondern im Gegenteil. Das müsst ihr sehen, das habe ich selber noch nie erlebt. Egal wo ich war im Urlaub, egal wirklich. Zimmermädchen, ich weiß, Zimmerjungs, Zimmermädchen, ihr habt viel zu tun, ihr habt viel Arbeit. Ihr habt auch keinen leichten Job, es ist ein harter Job, aber das, was ich euch jetzt zeige, das geht gar nicht, ehrlich. Ich nehme euch mal mit. So, das ist hier unser Zimmer, das ist die 300, die 1306. Und ja, wir fangen mal an. Das ist echt Horror. Als erstes sehen wir da diese zwei Käfer. Ich weiß nicht, was das ist. Es sind keine Kakerlaken, aber es sind irgendwelche komischen, ekligen Käfer, die hier absolut nichts zu suchen haben. Wohlgemerkt, der Zettel war dran, dass die bitte putzen sollten, weil die haben ja die Handtücher ausgetauscht, aber den Rest haben die nicht gemacht. Ja, die armen Käfer, die können nichts dafür, aber das geht gar nicht. Und ihr seht ja auch in der Ecke, da wurde absolut nicht gewischt, da wurde gar nichts gemacht. Nee. Dann gehen wir ins Badezimmer. Okay. Dann fangen wir mal im Badezimmer an. Frauen haben Haarausfall. Ne? Frauen haben ein bisschen Haarausfall, dann haben wir hier... Ob man das sehen kann? Doch, man sieht es. Hier wurde absolut nicht gewischt, nicht geputzt, nicht gesaugt, gar nichts. Hier liegen überall Haare. Das Armatur sieht einfach eine Katastrophe aus. Auch der Spiegel ist komplett befleckt. Armaturbrett, hier wurde gar nichts gemacht. Hier wurde... Ne? Also nicht mal trocken gewischt. Also hier wurde gar nichts. Sie sind gerade reingekommen. Hier wurde nichts gewischt, gar nichts. Das sieht so aus, wie wir es verlassen haben. Also Toilette wurde auch gar nicht gewischt. Dann sehen wir das hier an dem Spiegel. Der wurde auch irgendwie gar nicht abgewischt. Hier auch der Kosmetikspiegel ist auch komplett voller Staub. Dann gehen wir Richtung Toilette. Ihr wisst alle, Toilette im Urlaub. Digga, die muss sauber sein. Ja? Die Toilette muss sauber sein. Die muss sauber sein. Haben wir hier, gut, da war jetzt noch ein Fleck drauf, den haben wir schon weggemacht, du hast gerade schon einmal durchgewischt. Ich habe jetzt desinfiziert, ja. Auf jeden Fall war die Toilette komplett im Arsch. Ich weiß nicht, ob der Mülleimer jetzt schon ausgetauscht wurde. Nein. Wurde auch nicht ausgetauscht. Auch da, guckt euch das mal an. Ja, das in die Dusche will ich jetzt nicht reingehen. Hier sieht eigentlich soweit alles in Ordnung aus. Naja, also auch alles verschmiert, nichts abgewischt. Ja, das war's jetzt mit dem Badezimmer. Also ganz schlimm, weil hier überall, auch der Boden, der ist komplett nicht gewischt. Komplett nicht gewischt. So, Badezimmer ist fertig, dann gehen wir mal. Da muss man nur dazu sagen, wir sind seit letzten Dienstag da. Also wir sind am 14. Wir sind 6 Tage sind wir schon da. Schaut euch das mal an, das ist immer noch dasselbe Bett. Also da immer ist jetzt... Immer noch derselbe Fleck. Immer noch derselbe Fleck, der hier drauf war. Ich meine, okay, Flecken auf Bettlaken, wenn der nicht rausgeht, verstehe ich komplett, voll und ganz. Aber die Mitarbeiter müssen das sehen. Dann... Zieht euch da mal rein, wie das hier zugeknüpft worden ist. Das wurde gar nicht richtig sauber gemacht. Die Kissen einfach hingeklatscht. Ja. Ne? Genau, dann ist uns ein... Dann ist die Gardine da hinten. Die ist mir... Letzten Abend ist mir irgendwie immer ein Zentimeter rausgeflogen, aber das haben die über die ganzen Tage... Sehen und wieder in Ordnung bringen, haben die auch nicht gemacht. Ne, auch so wie die Gardinen jetzt gerade aussehen, genau so sah das aus. Das wurde nicht zugezogen, wurde nicht gerade gemacht. Einfach gar nichts. Dann habe ich heute Morgen Kaffee fertig gemacht, beziehungsweise Zucker reingemacht. Habe das hier abgelegt, das liegt immer noch hier. Auch ihr seht das hier an dem Tisch. Also hier wurde überhaupt nicht abgewischt. Und gar nichts. Spiegel, okay, der Spiegel ist jetzt sauber, naja. Also das wird überhaupt komplett nicht gemacht. Das wurde am ersten Tag reingeschmissen, das liegt immer noch hier. Genau, die zwei, ich weiß nicht, wie man die nennt, Betten, keine Ahnung. Tagesdecken, die liegen normalerweise schön geordnet über dem Bett. Aber selbst das wurde nicht mal wieder zurückgelegt. Dann gehen wir weiter zum Balkon. Schaut euch das mal an, wir haben heute Morgen Kaffee getrunken. Eine Aschenbecher. Ja. Aschenbecher immer noch voll. Die Tassen liegen da immer noch, der Tisch wurde nicht abgewischt. Schaut euch die Ecken mal an da. Bei dem Boden, okay, ich weiß nicht, ob die das machen müssen, aber... Ja, müssen wir ein bisschen abfegen, ne? Wenigstens, ja nicht viel. Genau, wenigstens abfegen. Und ja, das sieht hier einfach grauenhaft aus. Wir haben hier ganz viele Flecken. Zack.
zack, ja, unter dem Tisch. Flecken, Flecken, Flecken. Dann sind hier natürlich auch noch ganz viel, ich weiß nicht, ob das von Bäumen ist oder nicht. Ist auch, in Ordnung. Das ist, okay. Das ist ja auch in Ordnung. Ich verlange nicht viel. Aber die Grunddinger, die müssen funktionieren hier. Sorry, aber da kriege ich selber einen Hals. Das geht gar nicht. Jo, das geht gar nicht. Ich komme hier rein, sehe diese toten Käfer und mir wird sofort schlecht. Hab gar keinen Bock mehr hier zu schlafen, ehrlich gesagt. Wir sind saubere Menschen und verlangen das auch im Urlaub. Wie gesagt, wenn ich im Urlaub bin, verlange ich nicht viel, aber ein Hauch Sauberkeit. Ein Hauch Sauberkeit muss sein, wirklich. Wir zahlen viel Geld für diese Reise, für den Urlaub und sowas geht gar nicht. Ich weiß nicht. Ich werde da jetzt gleich Richtung Rezeption laufen und denen mal die Sachen hier sagen, was hier überhaupt nicht gemacht worden ist. Und das geht halt nicht. Sorry, aber es tut mir so leid. Wir haben so einen schönen Urlaub bis jetzt. Ja. Und dann ja. Scheißen die so mit der Zimmerreinigung rein. Ich weiß auch gar nicht, womit sie das dann am Ende die Gläser sauber gemacht haben, weißt du? Ich will das auch gar nicht wissen. Ich mache nachher nochmal heißes Wasser fertig. Wasserkocher hat sowieso nicht funktioniert. Genau. Beziehungsweise der hat jedes Mal geleckt oder getropft, genau. Als wir den angemacht haben. Das geht halt gar nicht. Wie gesagt, auch so noch was muss man auch zeigen den Leuten natürlich, ne? Richtig. Wir wollen das auf jeden Fall mitteilen. Richtig. Dass ihr auch nicht so enttäuscht seid wie wir. Richtig. Bei meiner Mutter, die ist... Guck mal, da kleben Haare. Es kann sein auch, dass es meine sind, wenn ich die gefühlt habe, dass sie da hochgeflogen ja, sind. Ja, krass. Ekelhaft. Auf jeden Fall, ja, meine Mama ist ja auch im Urlaub mit uns zusammen. Ach ja. Und die hat sich schon am ersten Tag, hatte sie komplett gelb, die Dusche war gelb am Boden, keine Ahnung, was das war, dann hat sie sich beschwert und... Das waren Urinflecken. Urinflecken oder keine Ahnung, die haben das dann auch direkt geputzt und seitdem kriegst du ja auch jeden Tag perfekten Service. So, da wird alles jeden Tag gefragt und nachgefüllt, aber bei uns im Zimmer hier ist halt gar nichts. Auf jeden Fall, falls ihr mal hier seid... Wenn ihr so ein Zimmer auffindet, geht sofort zur Rezeption und beschwert euch. Wir werden das jetzt auch gleich tun. Und ja. Ja, das solltet ihr erfahren, weil das hat niemand verdient. Kein Gast, das habt ihr nicht verdient, das haben wir nicht verdient. Und ja. So, wir sind jetzt wieder back. Schatzi ist am Start. Wir waren jetzt hier, sind jetzt hier zur Rezeption gelaufen, haben das einmal gemeldet sozusagen, waren auch da hinten hinter den Sitzen sitzt eine Dame da vorne. Zack. Da haben wir das jetzt alles gesagt. Da haben wir uns jetzt einmal kurz ausgekotzt, beziehungsweise einmal nett und höflich das gesagt, wie das Zimmer gerade aufgefunden worden ist und dass wir auf jeden Fall nicht in diesem Zimmer schlafen wollen, also weiterbleiben wollen. Sie sagte jetzt, das Hotel ist voll ausgebucht, das ist Feriensaison, bla 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 und dass sie keine freien Zimmer haben. Dann habe ich zu denen gesagt, dass wir auf keinen Fall in dem Zimmer bleiben sozusagen und jetzt hat sie den Chef vom Housekeeping-Service, die Hausdame oder Hausherrn jetzt, der kommt jetzt hierher, dann gehen wir jetzt gleich mal mit ihm in das Zimmer. Und die haben uns schon angeboten, das jetzt noch einmal komplett zu reinigen und auch die Bettwäsche zu tauschen. Sie sagte gerade, dass die Bettwäsche alle 2-3 Tage ausgetauscht wird. Und bei uns wurde die kein einziges Mal ausgetauscht. Und mir fehlen die Worte auf jeden Fall. Mir fehlen die Worte, die sollen jetzt eine Lösung finden. Wir wollen nicht in diesem Zimmer bleiben. Weil sie sagte, sie werden das jetzt nochmal putzen, dann. Also, wir wollen nicht in dieses Zimmer zurück. Ne? Jetzt mal gucken, was der Herr jetzt sagt, wenn er gleich wiederkommt. Ich meine, am Ende, wenn es nur die Lösung ist, dass sie das jetzt einmal komplett durchreinigen, gut, dann ist es so, dann, ja, dann akzeptieren wir das so. Aber ehrlich gesagt, habe ich gar keinen Bock mehr, in diesem Zimmer zu schlafen. Allein wegen den Käfern da in der Ecke. Was liegt denn alles unterm Bett? Oder, keine Ahnung, ich will auch nicht gebissen werden von irgendeinem Scheiß. Ne? Also, ja. Wir halten euch auf dem Laufenden und dann werden wir gleich sehen, was passiert. So, die Story geht weiter und zwar, wir haben eine gute Lösung gefunden. Obwohl das Hotel komplett ausgebucht ist, komischerweise, haben wir jetzt ein neues Zimmer. Wir bekommen jetzt ein neues Zimmer. Wir haben jetzt hier einmal kurz unsere Sachen zusammengepackt. Da kommt der Kollege gleich mit seinem Wagen und dann verlassen wir das Horrorzimmer hier und ja, zeigen euch gleich das neue Zimmer. Wir freuen uns auf jeden Fall. So, wir sind wieder zurück. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein neues Zimmer bekommen. Limitless am Start. Ist etwas kleiner das Zimmer, weil es eine Standard-Kategorie ist. Aber wir hatten eigentlich auch Standard gebucht, hatten aber in dem anderen halt Glück, dass wir Deluxe bekommen haben. Aber um die Geschichte jetzt zu beenden, das Zimmer ist super sauber. Wir haben das nochmal kontrolliert. Sieht ein bisschen anders aus, aber auch sehr gemütlich. Wir sind jetzt im ersten Stock, haben einen schönen Balkon. So sieht's aus. Hier bei Limitless.
Badezimmer zeige ich auch nochmal. Ist alles sauber. Alles tutti frutti. Toilettenpapier ist da. Dusche ist sauber. Das war's von uns. Ich hoffe, ihr werdet nie wieder so ein Video von uns sehen. Auf jeden Fall, ja, ihr sollt wissen, die Leute sollen erfahren, was hier abgeht. Aber ja, die haben eine Lösung gefunden, top. Und ja, wir gehen jetzt erstmal eintrinken. Bis zum nächsten Video. Limitless.